Und es wahrscheinlich überhaupt nichts Positives ist. Oh. Und dabei sah sie so lieb aus. Pestzüchter Scheußlichkeiten, ist es die Quelle, verfolgt mich in Albträumen. Ein Kind der Liebe zwischen, wer weiß was für Tieren. Also sah irgendwie nach Spinne, Ratte und wahrscheinlich noch Taube aus. Da ist sie ja. Ja, hallo. Ja, da bist du ja wieder. Ja, hallöchen. Du Mistvieh! Oh. Ja, ich mach die Stimmung kaputt, ich weiß. So. Oh. Das finde ich cool gemacht. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn man das hier beleuchtet, der Schatten nicht echt ist, sondern das ist dahinter gemalt. Ansonsten wäre es so ein liebesvolles Detail, das wäre unglaublich. Wenn sie das richtig gemacht hätten, dass das wirklich das Modell den Schatten da richtig wirft. Da wüsste ich gar nicht, wie lange man für so einen Akt braucht, um das zu modellieren dann. Also da gehe ich mal wirklich von aus, dass das auf einfache Methode gemacht ist. Man sieht ja auch hier, wenn ich jetzt hier durchs Licht gehe, da passiert gar nichts. Oh, könnte natürlich auch daran denken, dass ich nicht auf den höchsten Einstellung spiele, aber das dürfte es eigentlich nicht sein. Ja, jetzt hatte ich ein bisschen runtergedreht für die Performance. Wie gesagt, jetzt habe ich eigentlich konstant 70 bis 80 FPS. Das ist ganz schön. Vorher war es ja auch mal so, dass man Drops hatte. Und das kann halt auch durch die Mehrbelastung über die Cam kommen. Tja, so lernt ihr auch noch was über Aufnehmen. So, ja. Ich hoffe, ich habe den richtigen Weg. Ich möchte doch... Was war das? Habt ihr das auch gehört? Da war es wieder. Ich bin mal ganz leise. Als wenn irgendwas aufgeschlossen wurde gerade, ne? Und wie unsicher ist denn bitte das hier, da überall Kerzen hinzustellen? Als Brandinspektor und Sicherheitsbeauftragter finde ich das gar nicht in Ordnung hier. Ja, das sind die Dielen. Es knarren die Dielen im zusammenkrachenden Haus. Krabum. Hallo? Irgendwer im Schrank? Irgendwas im Schrank? Nein. Da ist doch ein Brieflein, aber den können wir nicht nehmen. Schade. Haha! Ich hab Spiel kaputt gemacht. Also natürlich die Frage, ob man zurückgehen könnte. Sobald es da irgendwo so zwei Wege gibt... Yay, you speed me right one. Ja, ich lasse es ja schon. Sobald es zwei Wege gibt, wie vorhin, habe ich immer den Angst, dass ich in einem anderen Weg irgendeinen Sammelgegenstand vergessen habe, wofür man es auf jeden Fall dann nur ein zweites Mal spielen müsste, wenn man wirklich alles haben möchte. Und wahrscheinlich wird es dann doch nicht gespeichert. Und wie auch immer und wieso, weshalb, warum... Wenn das der freundliche Weg ist... Aber wie gesagt, ich habe mich damals, glaube ich, schon für den falschen einmal entschieden. Wobei, falsch ist hier die Frage, was ist hier falsch und was ist richtig, ne? Ich könnte ein bisschen mehr Licht gebrauchen. Das ist auch der Vorteil, dass ich jetzt nicht mehr so angestrahlt werde. Ich sehe ein bisschen mehr. Und ich glaube, es tut der Stimmung auch ganz gut. Also in der Hinsicht mag ich meinen Camcorder mit dunklen Verhältnissen, kommt da doch relativ gut klar. Und ich habe mich richtig geärgert, weil ich weiß, dass heute bei einem dieser Elektrotechnikketten eine Spiegelreflexkamera, und zwar das Modell, was ich furchtbar gerne haben wollen würde, mal einfach für 300 Euro zu kriegen ist, aber nur heute, und ich habe mich in den Arsch gebissen, weil man hat ja leider andere Prioritäten. Ich glaube, da hätte ich im Zweifelsfall sogar gesagt, okay, scheiß drauf, wenn es jetzt zum PC ginge, hätte ich glaube ich erstmal die Spiegelreflexkamera genommen, einfach weil die natürlich auch ein sehr gutes Handwerkstück ist, mehr oder weniger für solche Produktionen hier, und ich für ein paar andere Formen doch etwas Besseres als den Camcorder bräuchte, oder zumindest eine zweite Cam, wenn es vereinfachen würde. Aber leider gibt es auch viele andere Dinge, die wichtiger sind. So. Hey, tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit Arbeit überschüttet. Ich muss dir sagen, dass dein auszudrücken...
muss dir sagen, ich glaube, ich bin gerade in der Zeile gesprungen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass die deine alten Gemälde anzünden würde. Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz. Es war doch dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer dass du ihr professionelle Hilfe suchen solltest. Und zwar pronto. Du musstest wohl selbst mal mit jemandem reden. Nach allem, was geschehen ist, bin ich mir sicher, dass es dir ebenfalls gut tun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von diesen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer. Ich werde weiter suchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent Thomas Geldwill. Mache ich nicht. Oh, schön. I don't. Bäh, Schatten. Und jetzt kommt mir gerade die Frage auf, war sie tot? Hat man das festgestellt? Oder war das eine Annahme, dass unsere Frau tot ist? Ich weiß es jetzt schon. Es ist leider, wie gesagt, ein bisschen lange her und ein Maulkorb. Fucking Mutt won't shut up. I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Ich glaube, ich geht den leichtgeisteskranken Weg. Beziehungsweise ich habe wohl aus Versehen hineingeschlagen. Ich hätte ja Hoffnung, beziehungsweise ich glaube nicht, dass es hier auch nur ansatzweise was Positives als Ende zu erwarten gibt. Maulkörbe. Nicht gerade Freund von den Dingern, aber andererseits muss man sagen, bei manchen Hunden besser, als wenn sie beißen. Wenn ein Hund aufgrund seiner falschen Erziehung verhaltensauffällig ist. Oh, ihr Miesen! Ja, ich will mich nicht umdrehen. Ich wusste es ganz genau. Ich wusste es. Ja, jetzt ist es da, jetzt ist es da. Und das Auge kommt wieder näher. Ich war eigentlich darauf, dass wir zusammen, dass es zusammenkracht und wir irgendwo landen. Hallo? Cool gemacht! Ah, ich freue mich, wenn ich dann so rot angeleuchtet werde. Das sieht doch noch gut aus. Also da ist echt, der Kerl hat echt eine gequälte Seele, da kann man sagen, was man will. Man kann Mitleid mit ihm haben. Ja, gut geht es ihm in keinster Weise. Und seine Frau hat also seine Bilder verbrannt, vor allem den Tribut an sie. Irgendein Vorfall war ja da, mit Feuer war da auf jeden Fall irgendwas. Oh Gott, verstorben oder wie? Ich probiere es, ich hätte... Die Pause dazwischen jetzt ist ein bisschen dumm aus meiner Sicht. Vorher ist es natürlich einfacher, in Zweifelsfall könnt ihr erst dann nochmal gucken. Oder... Oh, die Tür geht sogar auf. Ist ja auch mein Lichtschalter? Hallo? Ne, hier ist nichts. Oder falls er später dieses Projekt entdeckt und so und so von Anfang an guckt, die Playlist, ist das ja eins. Ich ärgere mich ein bisschen, dass das mit der Cam mit dem Auf... Ist ja gut, ich lese heute Abend ja weiter. Meine Güte. Ich meine, diese Bücher. Dass ich da mit der Cam so viel rumexperimentieren musste. Aber man versucht natürlich, ein bisschen es sich auch selbst einfacher zu machen. Natürlich, das ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Ach du Scheiße. Ich habe den falschen Weg genommen. Gehe ich mal von aus. Das Problem ist, wenn ich jetzt nochmal spielen würde, wüsste ich gar nicht, wie ich den anderen Weg jetzt gehen müsste. An welchen Stellen die Entscheidung war. Hä? Komm, da, 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 da. Da, das konnte ich doch gerade anwählen. Oh! Na. Komm, raus da, so. Willst du mich verarschen, Spiel? Ich will das lesen.
Ja, ich kann es nicht anwählen. Das ärgert mich gerade. Ich will... Habe ich schon... Wenn ich jetzt auch noch in diesem Spiel einen Bug gefunden habe, raste ich aus, ne? Ja, da ist es doch. Da, nun, wähl es doch. Da, lies es doch. Boah. Während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflicher werden, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall, obwohl es mich schmerzt, es sagen zu müssen. Hat sich ... nicht weiterentwickelt. Ed, ich würde so... Oder Idee. Jetzt hätte uns dran um. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn überhaupt, so sind wir hier Zeuge eines künstlerischen Rückschritts geworden. Du kannst mich mal. Schön. Ah! Ach, jetzt kann ich... Ich hasse es. Ich will keine Bugs finden. Hey there, Princess. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh God, I'm so... Wait, I'm sorry. I'm sorry. Gott, das heißt, Gewalt der Tochter gegenüber immer noch das Schlimmste bei Alkoholikern, wenn sie Kinder haben und denen gegenüber im Suff auffällig werden. Deswegen trinke ich auch sehr selten was. Ich weiß nicht wieso. Ich habe eine richtige, im Endeffekt wirklich so eine Abneigung gegen Alkohol. Und im Endeffekt sollte man einen Alkoholiker eher bemitleiden oder versuchen zu helfen. Meistens funktioniert es nicht, weil sie sich selbst nicht helfen wollen. Und ja, wenn man da selbst irgendwie geartet Erfahrungen hat. Och nö! Och nö! Das finde ich jetzt aber gar nicht nur. Sieh nicht zurück! Ich muss das tun! Ihr wisst es doch! Leids des Künstlers! Hey, ein Achievement! Gut, dass ich es gemacht habe. Wahrscheinlich wäre jetzt tot. Ei. Also ist das wimmernde Ding hinter uns unsere Frau. Okay, jetzt ist hier alles zugenagelt. Shit, ich hätte mich erst umsehen sollen, bevor ich zurückgesehen habe. Jetzt habe ich wieder Verdacht oder die Angst, irgendwas übersehen zu haben. Wow. Kommen jetzt hier noch irgendwelche Hidden Object-Rätsel hinzu? Das finde ich beängstigend. Das auch. Könnte ich vielleicht ein Schrotgewehr haben oder sowas? Ein bisschen Schmerz reicht weit. Ja. Oh, das klingt so nicht gut da drinnen, ne? Und die Tür hier ist weg und ich kann hier nichts machen. Hä? Klingt ein bisschen wie ein gequältes Kätzchen. Ah! Man hört aber einen männlichen Ton raus. Wahrscheinlich tut er sich hier gerade selbst irgendwas an. Oh. Hallo, mein Freund. Fläumchen.
Ist hier irgendwas Interessantes? Irgendwas, was mich interessiert? Nein, sieht nicht so aus. Da kommen wir eh und je nicht durch. Was sagst du? Er hat auf jeden Fall eine gequälte Seele. Ob man nun in irgendeiner Art und Weise Mitleid mit ihm hat? Mein Gott! I want it back, you hear me? I will bring you back. Drag if I have to. I will make it right, honey. I promise. I will make you right. Der Kerl braucht eine gute Therapie. Komm mir da in den Sinn. Ich kann mich noch entsinnen im Kommentar auch, dass ich ihn wohl mit der Zeit nicht mehr so sympathisch habe ich ihn ja so und so nicht gefunden. Alleine wegen seines Alkoholkonsums. Halt nicht mehr so Mitleid mit ihm haben wollen würde. Ich habe mit der ganzen Familie irgendwo tierisch Mitleid. Sie tut mir leid. Ja. Das kann man nicht aufmachen. Okay. Game of Thrones! Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Jetzt auch nix. Wieder mal alles ein großes Nichts. Und da ist er wieder. Unser geliebter Fahrstuhl. Okay, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Hey! Das ist eine gute Frage, ne? Passiert überhaupt irgendwas? Die müssen wir nicht benutzen. Aha. Aufwärts, immer runter, nimmer, außer die Kette reißt. Oh Mann, das sah eben schon gut aus.